Krigi! Überall Geister. Fette Kaste muss die Urne geöffnet haben. Guck mal. Sie kommen aus dem Warenhaus. Du meinst, das Warenhaus wird, wie sagt man, haunted? Heimgesucht. Heimgesucht, danke. Reiß dich zusammen, die. Du bist ein Ritter. Yeah! Und die da sind Geister. Okay, Action. Geil. Kerze? Ah, man kann hier drauf. Oh, cool. Interessante Info. Ja, du möchtest also, dass es leuchtet unter deinem Hintern. Lass doch mal meinen Hintern aus dem Spiel. Du bringst ihn ständig rein. Ich versuche ihn da irgendwie rauszuziehen. Ich zieh doch nichts. Ich finde den Hundegeist auch interessant. Was soll denn das? So. Kann man das? Das kann man sogar. Man kann Geister mit Kisten zerstören. Weiß man doch. Oh, scheiße. Mhm, er fliegt hoch. Jetzt machst du das, was ich vorhin in Level 2 gemacht habe, oder was? Ja. Boah. Da ist aber auch keine Luft nach oben. Man kann betäubte Gegner hochheben. Wollte ich mal ausprobieren. Nein! Fuck. Danke. Ja, das ist gar nicht schlecht. Wenn er mich getroffen hätte, wäre es gut gewesen. Ich weiß, es war unbeabsichtigt, aber in dem Zusammenhang gar nicht mal blöd. Wie das beabsichtigt von mir war. Natürlich. Na klar. Ich mache nichts aus Versehen. Ist ein bisschen dunkel hier. Das Bild rechts finde ich sieht geil aus. Ja, das hat wirklich was. Ein bisschen gruselig? Ein bisschen, ja. Für ein Kinderspiel finde ich das echt fast zu gruselig. Bei Tag sieht man das so gar nicht. Bei Tag, sag ich, wenn es hell ist. Ich will mit der Kerze mitlaufen. Oh, du wolltest mitlaufen, ey. Ja. Nimm die doch mal. Ich habe nur bei betäubten Gegnern, die man hochheben kann, ein bisschen Angst, dass er irgendwann wieder aufwacht. Warte, geht's doch noch rein zu spät? Ja. Und dir dann Schaden zufügt. Die Befürchtung habe ich auch, weil dann hätte er, wenn längst schon aufwachen müssen. Ja. Aber ich kann nicht nach unten drücken und mich dem Gegner verstecken. Hätte mich jetzt auch gewundert. Bosszeit? Bosszeit. Boss, ich heb dich mal hoch? Nein, oder dir ist kein Boss weg mit dir. Aua. Achso, das ist der. Ja, jetzt weiß ich es auch, ja. Ja, das ist ein Körtel. Ich heb mal einen auf. Ich hab getroffen. Das sieht nicht so aus, als wenn er Schaden kriegen würde, wenn er das einfach. Das ist echt, ich weiß, er blinkt, aber einfach nur so ein Geräusch. Das war. Ach, ja, man kann in die Ecke rein. Ja, das können wir aber auch zu zweit super. Nee, zu zweit geht's nicht. Bei unserem ersten Anlauf hat das nicht funktioniert. Eben, das ist mein Problem. Da hat er ja auf dem anderen Stand immer Schaden gekriegt. Aber man könnte den anderen hochheben. Köttel. Fuck, wieso fällt der andere Köttel eigentlich weg? Ich lasse dir die Ecke. Und ich probier's mal aus. Nein, jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ah, nee, Ecke ist scheiße. Jedenfalls, wenn er köttelt. Mhm. Oh. Ich mal auf die andere Seite. Köttel. Vielleicht verstecke ich mich. Schau doch mal da auf. Bums. Das war erst Treffer 2, ne? Ja. Oh, ich dachte, ich habe voll die Ecke gefunden, wo er mich niemals treffen wird. Habe ich geirrt. Headbang? Geh weg! Vorsicht, er köttelt. Ich bestehe da drauf. Ich verstecke mich wirklich einfach hier. Funktioniert? Funktioniert einigermaßen. Wenn er rumblitzelt, dann muss ich halt aufpassen. Der köttelt übrigens. Na, hol ich gleich. Weil hier in der Ecke kommt er nicht hin. Aber so viele Treffer für die Bosse zieht sich die Kämpfe irgendwie mal ein bisschen, ne? Das wäre Treffer 4? Das wäre aber nicht 4. Oh, Köttel. Hast du heute Spaß im Spiel in der Ecke? Ist voll langweilig, oder? Ich find's super hier. Okay. Bam, 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 bam. Hat den Vorteil, ich werde nicht getroffen und ich stehe dir nicht im Weg. Das zweite finde ich richtig gut. Ne, dachte ich mir. Der liegt immer noch. Wenn man das von einem Mumiengeist sagen kann. Noch ein Köttel. Ui, 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 ui. Ne, noch ein Köttel wollte er nicht. Okay. Hat sich ausgeköttelt. Ich habe ein RR-Nagelteil. Ja, das hast du nach dem letzten Level bekommen. Ja, geil. Ich weiß aber immer noch nicht, wofür das sein soll. Das weiß keiner, nicht mal die Entwickler. Bonus-Game. So, möchtest du die zwei Leben? Einmal versuch das. Okay. Beim nächsten Mal, wenn er kommt. Mhm. Sehr gut, dann hole ich mir den. Das hier. War gar nicht so schlecht. Komm, wir machen jetzt den Deckel zu. Ja, bitte. Sehr gut. Geil.
Wir haben es geschafft. All die Geister sind verschwunden. Werden bald verschwunden sein. Fette Katze, lernt ihn dazu. Oh oh, ist die fette Katze. Komm raus und gesichte uns. Nicht so schnell. Wenn ihr mich gesichten wollt, müsst ihr in den Amusement Park kommen. Oh, diese fette Katze. Wir werden ihn stoppen. Ja. Warte, die... Das riecht nach einer Falle. Ich habe eine Idee, wir gehen trotzdem dahin. Unbedingt. In den Amusement Park? Mhm. Ihr seid verdammt. Ich kontrolliere den kompletten Freizeitpark. Ihr werdet mich niemals kriegen. Oh ja, wette mal nicht drauf. Fette Katze. Fette Katze oder so ähnlich. Ihr braucht 3 Schlüssel für den Kontrollraum. Und die sind alle versteckt in verschiedenen Teilen des Parks. Wir werden die Schlüssel kriegen. Ne, wir müssen die Schlüssel kriegen. Ja. Jo. Wo gucken wir zuerst? Da wir sowieso... Im Clock Tower, in the Western World oder in the Future World. Was war unsere Lieblingswelt? Western World? Ich glaube, da waren wir so richtig schlecht drin. Beim letzten Mal. Fangen wir damit an, ja? Wir gehen das nach Reihenfolge durch. Na gut. Fangen an mit dem Clock Tower. Okay. Sind wir sicher? Ja, wir sind sauer. Auf geht's. Ich finde es gut mit dem Umwelt hier drin. Oh. Ja. Entschuldigung, was wussten? Ja, bitte? Na, alles gut, ich wollte nur sagen ja. Ja. Oh, nein. Ich wollte nein sagen. Mir hoch mit dir. Ja, ich habe Angst, wenn ich hoch jetzt mit dir. Und hier irgendwas. Oh. Scheiße! Wo ist denn bei dir oben? Ah. Ich hab doch beim ersten Mal schon gedrückt und bin runtergestürzt, weil ich in dir gedrückt habe. Das geht nicht. Das ist ja großartig. Ja, so funktioniert das nicht. Nee. Ich habe Angst, jetzt zu springen. Wenn ich jetzt springe, scrollt das Bild vielleicht und du verlierst wieder ein Leben. Ja, so kommen wir nicht vorwärts. Willst du nicht mit mir hier drauf? Ich hab Angst, dass ich dich runterschieße. Soll ich springen? Warte, ich nehme das weg, wirf die Kiste mal nach oben. Okay. Wow. Bleib da stehen, mach ich keinen Scheiß. Ich bleib hier stehen, auf gar keinen Fall. Oder das. Das war Blanka. Das war eng, ich weiß. Ja, ist völlig in Ordnung. Sag Bescheid, wenn du runter willst. Kann man eigentlich raufspringen? Ja, klar. Ding, ding, ding. Ich weiß nicht, bei so schwierigen Parts ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn das einer macht. Wer denn? Du. Okay. Und wenn du abstürzen solltest, kann ich immer noch sagen, das ist oben. Deine Schuld. Natürlich. Das ist Blanka mit Upgrade. Voll gut. So, rüber mit dir. Ich bin sowas von drüben. Ja. Uah, Vorsicht! Oh, war ich das? Nein, nicht direkt. Okay, entschuldige, kommst du? Indirekt vielleicht. Na, oh Gott! Ah! Alter. Gut. Ist er jetzt... Danke! Ah, oh, Mann! Ich wollte mir noch eine Kiste holen, der Boden ist aber unten nicht mehr da gewesen. Jetzt bin ich Game Over. Aber die Kiste ist noch da. Komm, dann mach ich jetzt das Level hier. Bitte. Und nach dem Level lässt sich drauf, wenn wir wieder zu zweit sind? Vielleicht. Mal sehen. Gut. Ich kann natürlich auch dann versuchen, unser Lieblingslevel alleine zu machen. Ach so, was so zweit eh scheiße ist? Richtig scheiße. Action. Ich probier's Action. So lange einfach. Ja, Action. Action. Sprich mich bei 1, Speedrun. Und Action. Boss. Ach so, Action. Oh, der war. Ja, gut, der ist zum Glück recht popelig. Der war echt popelig und der sieht doch ziemlich intelligent aus. Ich glaube, für den Kommentar wirst du jetzt mindestens ein Leben verlieren. 2. Sag ihm mal, soll sein komisches Gefährt füllen. Will mal dein Gefährt. Der war doch gerade im Kapuf irgendwie. Der hätte noch mal was machen können. Okay, kommt wahrscheinlich wieder mit dem Affenzahn, Affentempo. Ja. Affentarn. Du konntest dich nicht entscheiden zwischen Zahn und Tempo, ich hab's verstanden. Ja. Affentempo. Ja, lass doch mal einen einfach auf dem Boden liegen, was bitte. Was soll das eigentlich sein für stachelige Teile? Zahnräder? Vielleicht? Sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh! Na, verlierst du noch das Leben? Nein, hör auf! Oh, warum? Warum was? Warum lebt er noch? Warum lebst du noch? Ich finde Sterben blöd, darum. Hey, Jen. Ich habe schon wieder Schreck geworfen. Großartig. Geil. Ja.
Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Nee, ich bleib oben. Lebt ein alter Holzstrauß noch? Wow! Himmel, Popo und Zwirn. Wurde auch Zeit. Du hast kein Bums-Emblem. Ich hab's wahrscheinlich auch verloren mittlerweile, wenn ich jetzt Continue nehmen muss, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wofür es ist. Ja, hol dir zwei. Mach ich gerne. So, dann mache ich jetzt das nächste Level, das nicht so super geil ist. Ja, wir haben das macht das Western Ding alleine. Das ist so zweitlich kacke. Okay, wir haben Schlüssel gefunden. What next? Wir nehmen Western World. Jo. Damit habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht und extrem viele Leben verloren. Jetzt steht da auch Trixie. Ist da nicht vorher noch Tiffy? Ja. Okay. Aber ich glaube, beim zweiten Mal war es wirklich Trixie. Okay. Oh. Western World. Hurra! Hurry! So, da steht, nimm den Spaten mit. Damit kannst du alle verdreschen. Da triffst du auch eine ganze Menge mit dem großen Ding. Schön wär's. Ja, möchtest du noch Puder mitnehmen? Ich will nicht gepudert werden, danke. Kannst ja auch andere damit pudern. Hm. Kannst ja Trixie mitbringen, das Puder. Hier, das ist die Scheißstelle. Wenn wir hier zu zweit drin stehen, in dem Augenblick, wenn der vordere bremst, na, ja. Schwein gehabt, ist der hintere irgendwie runtergeflogen in die Schlucht. Und bei unserem ersten Durchgang stand auch die wieder vorne, ich war hinten und bei jeder Bremsung, ich glaube, ich habe innerhalb hier auch von 10 Sekunden, war ich Game Over. Ja, es ging unglaublich schnell. Richtig ätzend. Also hier ist kein Platz für zwei. Nee, das war nicht, wenn du gebremst hast, das war in dem Part. Weil hier fällst du runter, immer wenn man runterfällt. Ach, scheiße. Dann war das so. Das haben auch diese... Genau, immer an diesen Stellen. Nein! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wieso fällst du denn jetzt runter? Mir war danach. Weil jetzt gerade habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich fahre schnell oder ich fahre langsam. Das heißt, wenn ich nach vorne drücke, fahre ich halt schneller. Wenn man hier aber runterfällt, verliert man den Halt zum Hebel. Das ist das Problem. Und das war das Problem. Oder ist eines von vielen Problemen hier drauf. Ich habe auch echt, scheiße, bisschen Angst hier. So, dann haben wir. Ja, großartig. Noch ein Teil. Gas. Ja, hier, Vorsicht. Warum drückst du überhaupt eine Richtung, wenn du schon siehst, du fällst runter? Sobald die Lore das Gleis wechselt, nichts drücken. Das sagt sich so einfach. Das wäre zu logisch, oder? Das wäre zu logisch. So. Wir haben so grüne Spaten. Du hast daneben geworfen übrigens. Das ist eine Fake-Kiste. Ich werfe nie daneben. Was? Ich werfe nie daneben. Ach, gehen wir weiter. So, Bosszeit. Ach so, der mit den Karten. Pink Panther. Oh ja, genau. Der hat übrigens nur Herz oder Karo 4 und wir wissen noch nicht genau, was es sein soll. Oder war das jetzt ein Pik? War das die schwarz? Das sind schwarze Karten, oder? Dann sind es wahrscheinlich Pik 4. Hm. Na, was mit dir? Willst du den dann auch wirklich noch durchziehen oder willst du dich einfach treffen lassen, damit du mit drei Herzen anfangen kannst? Ich versuch's. Okay. Wenn der Versuch kacke wird, kannst du ihn rausschneiden. Das sowieso. Du musst nicht angreifen, ist okay. Jetzt lass mich mal so eine Karte aufheben. No, du musst ihn damit treffen. Ach so. Da hättest du werfen können. Wenn er wirft, wechselt in die Plattform nicht. Das ist mir bewusst. Ja? Ja. Oh. Wir können das Spielchen ewig so weiterspielen. Du musst nicht angreifen. Ist okay. Er tut es doch noch. Ich schaff das noch. Sicher? Nein. Wie viele Treffer hat er jetzt drin? Ich weiß es nicht. 4? Oder jetzt der 4? Irgendwie so, glaube ich auch. Oh, das gibt's ja nicht. Das war knapp. Da würde ich auch gerade sterben, sie mir. Ja, spring da rein. Wenn er sich verzielt, dann musst du dir da ein bisschen nachhelfen. Boah! Wahnsinn. Mein Name ist Herz. Soll ich sie fragen? Soll ich mal... Obwohl, ich verliere dann 3 Leben, wenn ich jetzt... Wenn du was? Wenn du wieder mitspielen möchtest, müsstest du jetzt 3 Leben verlieren. Das machst du jetzt. Sicher? Ja. Wirf mal nach links. Möchtest du das? Wirf mal nach links. Okay.
Ich hab... Nee, nach oben geworfen. Sicher? Ja. Gut, meinetwegen. Hey, wir haben zwei Schlüssel. Willst du TV synchronisieren? Nee, mach du ruhig. Okay, das bedeutet, der letzte muss in der Zukunftswelt sein. Nein! Richtig, auf geht's. So, dreimal nach unten. Na gut. Kannst du nicht ruhig runter? Kann ich nicht. Okay. Okay. Oder kann ich hier? Nee, kann ich auch nicht. Okay, dann lass die dreimal sterben. Fangen wir wieder an. Lalalala, da kann ich. Da kannst du runter. Zack! Und wir möchten nicht weiterspielen. Was? So, drei Continues hat man. Das ist jetzt unser erstes Continue, was wir benutzen. Auf geht's. So. Du bist eigentlich gleich dreimal hier in die Schlucht gefallen, Emil. Das kann ich mal nachvollziehen. Achso, jetzt wieder. In der Nase, würde ich sagen. Achtung, Black. Achso, wenn er blitzt, kannst du ihn nicht töten. Kann er rüberspringen? Nein. Bin hofft zu blitzen. Gut. Ich habe jetzt Angst, sorry, dass das gerade ein bisschen auffällt. Ja. Aber ich muss ja nicht... Ja, geh einfach weiter. Muss ja nicht unbedingt noch hier Leben verlieren. Das wohl wahr. Achtung, Zwille. Habe ich. Eine Zwille? Den Gegner meine ich. Dankeschön. Ja, sehr gut. Hast du was anderes erwartet? Natürlich nicht. Ruckel, Ruckel und Huschu wieder auf meinem Dötz, ey. Ja, das ist so bequem da drauf. Waren wir eigentlich noch? Ich glaube, das kommt mir noch bekannt vor, ne? Ja. Ich glaube, kurz danach hatten wir unseren ersten Anlauf versiebt. Magnet? Ah, so könnte man da hoch. Möchtest du... Genau, spring doch einfach auf mich drauf. Spring doch einfach auf mich drauf, ausnahmsweise. Oh. Okay. Yay. Voila. Ich hab Move, Achtung. Peng. Hast du, wolltest du mich schubsen? Ich wollte eigentlich nur eine Kiste haben. Nee, du wolltest nicht schubsen. Wenn es mal wieder länger dauert, schieb, schieb, schieb. Ja. Dann hier, der geht. Oh nee, oh nein, hat oh nee. Haben wir den besiegt oder war hier unser Ende? Nee, den haben wir auch noch besiegt. Okay. Aber es war nicht so glorreich. Ja! Fängt gut an. Oh, scheiße. Oh, mach du, oh, ja. Oh. Die Reifen tun noch nicht weh? Tun sie nicht? Ich hab sie gerade berührt. Und das... Ach Mann! Wie kann man nochmal schräg werfen? Geht das wirklich? Ich hab zweimal schräg geworfen, ich weiß nicht, wie ich das... Das ist gut! Schräg ist hier richtig gut, ja. Ich laufe einfach nach links gegen die Wand. Ja, ich war schon wieder in den Reifen drin. Okay. Ich finde, das machst du gut. Oh. Ich war wieder in den Reifen drin, das geht. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich sogar wirklich tunneln, wenn man will. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich möchte es nicht zwingend ausprobieren. Guck mal hier. Vielleicht ist es auch nur der hintere Reifen, weil der im Hintergrund ist und der vordere Reifen. Möglich. Möglich. Also ich will jetzt nicht nochmal sterben. Nee. Letzten Treffer machst du. Alter. Oh. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich weiß es nicht. Ich hab immer die Hoffnung, dass... Betrunken am Steuer, ey. Ich hab immer die Hoffnung, dass der nächste Treffer der letzte ist. Mhm. Oh, scheiße. Ja, das war mein letzter Treffer. Ja, dann bleib... Jetzt kannst du links bleiben, du ja. Schmorb. Was nicht heißt, dass du dich direkt wieder treffen lassen musst. So. Er gibt auf, schön. Mist. Ist wirklich ärgerlich, aber gut. Du hast ja vorhin einen One-Up eingesammelt. Okay. Und ich hab doch noch mein RR-Emblem-Nagelteil. Okay. Schön. Was ist denn das? Das hätten wir mal nachgucken können. Ich hab die Anleitung nicht zu dem Spiel. Los geht's. Beim nächsten Versuch. Okay. Oh, sehr gut. Dann hole ich mir das da nicht. Okay. Brauche ich auch nicht.